der Parteizeitung eigentlich ziemlich ähnlich sind. In unterschiedlicher Qualität. Ich zeige Ihnen zum Abschluss drei. Wir beginnen nicht unbedingt chronologisch, sondern wir beginnen mal beim Wahlsieger. Die ÖVP, weder die neue, die türkise, noch die alte schwarze, hat damit natürlich überhaupt nichts zu tun. Das muss man mal grundsätzlich voraussetzen. Seltsamerweise finden Sie dort sehr kritische Berichte gegen alles und jedes, nur nicht gegen die ÖVP. Wird von einem ihr nahestehenden oder auch Mandatar gemacht und so weiter, aber ist nicht offiziell von der Partei abgesegnet. Heißt Fass ohne Boden, wurde in Kreisen der ÖVP, ist eine der Seiten dort, zuhauf geteilt, all die Meldungen dort. Um letztlich in Konkurrenz zu treten mit Meldungen aus dem ORF, aus der Presse, aus dem Standard, aus der kleinen Zeitung. Und, wenn Sie sich anschauen, es wurde vor allem natürlich von ÖVP-Funktionären, von ÖVP-Mitgliedern geteilt. Ist nichts Neues. Nur da wird die Urheberschaft schon ganz, ganz stark verschleiert, beziehungsweise es wird so, es ist ein Einzelner, wir haben damit nichts zu tun. Etwas transparenter macht das die SPÖ mit dem Kontrastblock. Da finden Sie ein Impressum, wo steht, wird von parlamentarischen Mitarbeitern der SPÖ zum Beispiel gestaltet. Also das ist dann offen, wenn man, nur ganz ehrlich, wir wissen das von Zeitungen, wer liest in Zeitungen ein Impressum? Außer die Ressortleiter, die sich dort selbst finden möchten, weil dadurch nehmen sie vielleicht ein bisschen weniger Gehaltserhöhung in Kauf, aber noch weniger liest ein Impressum jemand im digitalen Bereich. Ist von der Oberfläche her, schauen Sie an, sehr professionell gestaltet, ist auch vom Design professionell, also da hat man wirklich seine Hausaufgaben gemacht. Ganz, ganz überraschend, dass dort sehr, sehr kritisch gegen alles vorgegangen wird, außer gegen Dinge der Sozialdemokratie. Und ganz, ganz überraschend, dass das nahezu ausschließlich von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten geteilt wird auf Facebook. Nur das große Vorbild für das alles ist das hier. Gestern Abend ist leider Gottes gerade das reingerutscht, also es war nicht Absicht, das war da die Hauptmeldung. Das ist unzensuriert.at. Das muss nicht einmal besonders toll gestylt sein. Das ist der FPÖ nahe. Das kann man behaupten, weil einfach die Leute, die das machen, in einem neuen Verhältnis dazu stehen. Aber auch da sagt die Partei, na, als Partei, wir haben überhaupt nichts damit zu tun. Und das wird seit Jahren zuhauf von allen FPÖ-Anhängern, Funktionären, über Facebook, über Social Media geteilt, geteilt, geteilt und geliked. Grundproblem dieser Seiten bisher war immer, dass die Glaubwürdigkeit ja weit unter der von wirklich etablierten Medien war, vor allem, weil es so schlecht gemacht war oft, sage ich jetzt mal. Nur dieses schlecht und gut gemacht ist bei der Medienkompetenz, die die durchschnittliche Österreicherin und durchschnittliche Österreicher besitzt, was sehr, sehr Oberflächliches. Das muss nur halbwegs stylisch ausschauen und gilt dann schon als gut gemacht. Da übersieht man dann, dass da ÖVP-Freundschaftsdeal gleich steht, dass da die Wertung schon in der Überschrift beginnt. Aber grundsätzlich wirkt das geradezu professionell. Man hat es über den ORF nachempfunden, der klassische Einstieg über die Bilder, den der ORF 1997 erfunden hat. Also man versucht schon möglichst eine professionelle Designanmutung zu kriegen und glaubt nicht ganz zu Unrecht, dass die Leute dann glauben, dass es auch inhaltlich professionell gemacht wird. Das heißt, da entsteht eigentlich eine Gegenöffentlichkeit, die wesentlich unbeobachteter agieren kann, als das über die Jahrzehnte mit starken Parteizeitungen der Fall war. Und das ist das, was wahrscheinlich über die nächsten Jahre, auch bis zu den nächsten Landtagswahlen, entsprechend weiterentwickelt wird. Ich gehe mal davon aus, dass es bis 2020 so weit ist, dass es in der Steiermark und in Wien, und also nicht nur in der Hauptstadt, mal eine ganz große Rolle spielen wird. Und dass letztlich hier dann eine kleine Zeitung, eine Kronenzeitung, eine ORF Steiermark mit solchen Plattformen in Konkurrenz tritt, weil die werden halt einfach Behauptungen aufstellen. Eine ganz große Herausforderung einerseits an den klassischen Journalismus und andererseits überhaupt ja, an die demokratische Willensbildung, Meinungsbildung. Wir haben das Grundproblem, und das ist durch Social Media verursacht bzw. verstärkt, dass wir uns mittlerweile nicht mal mehr auf die gemeinsamen Fakten einigen können. Weil eben sehr viel, habe ich heute noch nie genannt, wirkliche Fake News, wirklich falsche Fakten im Umlauf sind. Und die Fähigkeit, die Fälschung vom Echten zu unterscheiden, extrem unterentwickelt ist.
Das heißt, ich schließe, so wie ich früher schon immer geschlossen habe, mit einem eindringlichen Appell, weil gerade das Bildungskapitel beraten wird und ich höre, es gibt keinen Groschen mehr, beziehungsweise keinen Cent mehr, das wird dann alles anders. Mag sein, dass es da Optimierungsmöglichkeiten gibt, nur ich glaube, es muss jedem bewusst sein, dass wir gerade bildungspolitisch im Medienbereich, im politischen Bildungsbereich extremen Nachholbedarf haben. Und das im Sinne von uns allen, vollkommen wurscht, welcher politischen Gesinnung wir sind. Da geht es einfach um die Gemeinsamkeit, da geht es letztlich um eine gemeinsame Gesellschaft, da geht es letztlich auch um die liberale Demokratie. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. If you like this video, please comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.